Gut, wenn ihr schon viel wisst. Wir werden ja viel gewarnt, schon mal hier allein bei Wikipedia. Und wenn man unter Sonnenbad nachguckt, da, ich hab's, will den Text nicht lesen, deswegen habe ich nur mal schwarz gemacht. Was wichtig ist, ein Risiko: Hautkrebsrisiko, Vermeidung direkter Sonne, insbesondere in den Mittagsstunden. Und wenn, dann muss man Sonnenmilch auftragen, möglichst schön vorher, Viertelstunde vorher. Und dann heißt es, zwischen 11 und 15 sollte man die Sonne meiden. Also, wir werden an allen Ecken gewarnt. Und auch hier, wenn man schwanger ist, was soll man tun? Sonne meiden. Oder wenn man blond ist oder rothaarig, was soll man tun? Sonne meiden. Immer die, oder wenn man Kopfschmerzen hat, Punkt 4, was soll man machen? Sonne meiden. Oder wenn es warm wird, was sag, heißt, es in, wie heißt es in Nachrichten? Sonne meiden, viel trinken. Na gut, hat natürlich in einem gewissen Sinne eine, einen Hintergrund, aber es ist, ähm, man sieht doch, die Sonne hat eigentlich ein schlechtes Image. Spenden Sie Schatten hier in dieser dermatologen-Annonce. Äh, Heißt es, Sonne verursacht Hautkrebs, Schlagwort. Aha, wir sind alle, wir wissen alle von dem, was wir so hören, Land auf, Land ab, Sonne verursacht Hautkrebs. Aber das ist ein bisschen zu kurz gegriffen, denn was macht die Sonne eigentlich? Sie, wie, sie, sie bildet Vitamin D auf unserer Haut. Und ähm, der ganze Mechanismus muss uns jetzt nicht interessieren, aber das, was ihr gesagt habt, ist ja völlig ausreichend. Wie sieht aber unser Leben aus? Wir leben hinter Glas und Beton und brauchen künstliches Licht und Horizont sehen viele gar nicht, vor allem in der Stadt nicht. Und wenn sie arbeiten müssen, dann gibt's so eine kleinen Blechkästen. Da mit denen kann, kann man sich auch sehr gut vor Sonne schützen. Und im Büro oder wo man auch arbeitet, ist man auch gut vor der Sonne geschützt. Und dann kommt irgendwann mal der Urlaub. Man sagt ja, herrlich, der Sommer im Norden. Ja, das ist immer ein ganz besonderer Tag. Also der Sommer ist manchmal kurz bei uns, dann ist das Wetter schlecht. Und das sind alles so Faktoren, warum wir wenig der Sonne ausgesetzt sind. Und dann kommt die Sonne mal und dann ist das der Einsatz für Sonnenmilch ne? mit möglichst hohem Lichtschutzfaktor. Ja, und das Ganze äh, resultiert dann darin, wie hier dargestellt, wir müssen uns an allen Ecken vor Sonne schützen. Ey, wissen Sie... Wie da vorne manchmal die Sonne reinknallt. Also, ja, ist ein bisschen übertrieben jetzt, aber im Grunde genommen ähm, ist das ein Problem. Weil. Wie die. Naja, also. Äh, Vitamin D-Mangel ist weit verbreitet. Und hier heißt es dann in Studien, 80 bis 90 Prozent der Deutschen leiden unter einer Unterversorgung mit Vitamin D. Ähm, ich nehme auch oft Vitamin D ab in der Praxis und würde die Zahl absolut unterstreichen. Also ich würde sagen, die ist eher über 90 Prozent. Man findet also äh, sehr, sehr häufig Vitamin D-Mangel, rundum in ganzer Bevölkerung. Und. Das hat im Grunde hier dieser Vitamin-D-Forscher, sagt, in den Vereinigten Staaten, in weiten Teilen der westlichen Welt herrscht ein Vitamin-D-Mangel von epidemischen Ausmaßen. Also sind Massen betroffen von. Grund genug darüber nachzudenken, wozu wir Vitamin-D brauchen. Was kann das Vitamin-D bzw. was kann die UV-Strahlung? Wir haben es schon gesagt, sie stell, es stellt Vitamin-D her, ein Hormon in unserem Körper mit... mit äh, ausgesprochener Wichtigkeit. Es kann Calcium, äh, den Kalziumstoffwechsel äh, regulieren und damit unser ganzes Knochen, unsere ähm, Knochengesundheit auch ähm, herstellen. Für die Immunabwehr ist es von besonderer Bedeutung, kann Krebsarten vorbeugen, für die Leistungsfähigkeit ist es enorm wichtig, kann den Blutdruck normalisieren kann auf Hormone einwirken, kann unser ganzes psychisches Wohlbefinden Befinden ähm, auch regulieren. Also für viele Punkte ist es ganz besonders wichtig. Und man kann da sogar sagen, dass es kaum eine Zelle gibt im menschlichen Körper, die keinen Vitamin-D-Rezeptor hat. Also alles ist abhängig von dem Sonnenlicht, also sprich vom Vitamin-D. Ähm, damit sind natürlich eine ganze Menge Krankheiten auch potenziell betroffen. Hier geht es auch um Insulinsekretion, also die ganze hormonelle Funktionsfähigkeit im Körper. Ähm, Hoden, Ovar, Erzmuskulatur. Dann unsere Muskulatur, quergestreifte, glatte Muskulatur. Äh, der tag nach rhythmus wird leicht beeinflusst davon. Also, das hat eine ganze Menge wichtiger Funktionen. Und entsprechend sind auch Symptome da, die manchmal auch gar nicht so schnell erkannt werden. Da kann es dann zum Beispiel äh, Nackenschmerzen sich äußern oder Wadenkrämpfe. Ähm, es, also ich stelle sehr häufig fest, dass, ähm, dass Wadenkrämpfe äh, mit Kalzium mit und Magnesium behandelt werden. Und dann findet man auch vorübergehend eine Linderung, aber man muss die immer nehmen, sonst kriegt man Wadenkrämpfe und, ähm, und dann schluckt man halt diese Nahrungsergänzungsmittel weiter. Aber wenn man dann Vitamin D-Spiegel anhebt, dann sind diese Phänomene oft weg. Ja, so weiße Flecken oder Linien können ein Zeichen sein. Augenzucken, das, wir haben es von den Muskeln gerade gehört, ne, das kann manchmal ein Augenzucken auch sein, ähnlich wie die Krämpfe. Oder Schwindel ist auch manchmal. Ein Symptom von einem Vitamin D-Mangel. Da gibt es aber ganz, äh, äh, ganze Krankheiten, die ähm, durch einen Vitamin D-Mangel entstehen können, und die häufigste ist, wer weiß es? Die bekannteste? Migräne. <laughs> nee. Wie? Was habt ihr gesagt? o die o Ne? wie heißt der? Die Rachitis. Ja? Genau, also Osteoporose auch, aber erstmal beim Kind ist es hier die Rachitis, hier sind so ein paar Bilder, es kommt bei uns nicht so häufig vor, warum, weil man das Problem schon erkannt hat und den Kindern im ersten Lebensjahr Vitamin D substituiert, aber dann nach einem Jahr hört man auf, dann gibt es zwar keine Rachitis mehr oder selten, aber beim Erwachsenen... Heißt es dann Osteomalazie das ist eine Knochenerweichung, kann mit Knochenschmerz einhergehen. Aber manchmal wachsen Kinder auch auf und dann sagen sie: Oh, mir tut es hier so weh. Ja, sagt der Doktor: Ja, das ist ähm, Wachstumsschmerz. Ja, Wachstumsschmerz aber ist offensichtlich ein Vitamin D-Mangel. Ne? Und. Ähm, das kann dann eben auch Folgen haben. Aber es gibt auch in letzter Zeit viele Forschungen darüber, dass es nämlich nicht nur sich in Bezug auf, den, auf das Skelettsystem auswirkt, sondern auch in Bezug auf andere Krankheiten. Dazu gehört auch Krebs. Und hier heißt es dann, Vitamin D schützt vor Krebs. Nicht nur vor, Rachid, nicht nur vor Rachitis und Osteoporose, sondern eben auch vor verschiedenen Krebsarten. Hier heißt es dann Sonnenschein gegen Brustkrebs. Also hier hat man festgestellt, dass, dass man das Brustkrebsrisiko um die Hälfte senken kann, wenn man, sich regelmäßig, wenn man regelmäßig an die Sonne geht. Auch wenn man Brustkrebs schon hatte und eine mögliche, ein mögliches Rezidiv- oder Metastasenbildung verhindern will, ist ein niedriger Vitamin D-Spiegel begünstigend für ein erneutes Auftreten von von Mammakarzin oder Metastasen. Also man kann dann eben auch sich, nachdem man Krebs hatte, auch dann noch besonders schützen. Ja, hier hat ein Wissenschaftler festgestellt, dass hohe Vitamin-D-Serumkonzentrationen 20 Prozent des Brustkrebsrisiko senken. Und das ist doch schon enorm, nicht wahr? Also die äh, greift nicht, die Aussage zu sagen, dass ähm, dass Sonnen, wenn man sich der Sonne aussetzt, dass man dann das Krebsrisiko erhöht. Das ist einfach so schlicht falsch. Ne? Im Gegenteil ist es im Grunde genommen richtig. Wir brauchen die Sonne auch im Schutz gegen den Krebs. Das Ganze gilt auch für andere Krebsarten. Prostata-Krebsrisiko. Sonne in Maßen halbiert Prostata-Krebsrisiko. Und natürlich reden wir hier nicht von Verbrennen, oder? Von Hautrötung, sondern wir reden einfach mal von einer äh, gesunden Sonneneinstrahlung. Und ähm, ohne dass die, dass die Haut mit Sonnenbrand reagieren muss. Interessant ist auch, wenn man das mal mit den Breitengraden vergleicht. Äh, hier sieht man mal eine Karte von Amerika. Und je dunkelroter das ist, desto höher das Auftreten von Prostatakrebs. Und damit äh, wird der Zusammenhang klar, dass das eben auch mit der Einstellung vom Sonnenlicht zu tun hat. Das ist auch in der Welt insgesamt so. Auf dieser Kurve sieht man dann eben auch Nordhalbkugel, Südhalbkugel. Wo die Kurve höher ist, ist das Krebsrisiko höher. Ne? Und da, wo man näher am Äquator ist, ist das Krebsrisiko geringer. Also, das hat dann offensichtlich was auch mit der, ähm, Häuf, mit der, mit der Dauer der Sonneneinstrahlung zu tun oder der Verfügbarkeit des, des Sonnenlichtes. Das war jetzt in dem die zweite Grafik war allgemein genau. Hier geht es jetzt um Hautkrebs, also das das maligne Melanom. Das äh, äh, ja, das ist eine sehr äh, bösartige Krankheit und und äh, sehr aggressives ähm, sehr aggressiver Krebs. Und ähm, da hat man eben auch eine Abhängigkeit festgestellt, dass eine höhere, ein höherer Vitamin D-Status ein niedriges Aufkommen an, an schwarzem Hautkrebs äh, hervorruft. Ja. Zum Solarium. Okay, Solarium ist im Grunde auch eine Sonneneinstrahlung und hier gilt im Grunde das Gleiche. Man muss natürlich, man darf die Dinge halt nicht übertreiben und darf die äh, nicht ähm, sich einer Hautrötung oder einer eine Verbrennung äh, aussetzen. Aber ein Solarium kann förderlich sein, gerade dann, wenn äh, die Sonne nicht so scheint. Hier heißt es auch mal, das ist hier ein, ein Vitamin D-Forscher, der hier das in seinem Buch schreibt, unter Berücksichtigung aller Fakten ist es wichtig, daran zu erinnern, dass Melanome normalerweise auf Körperstellen auftreten, die der Sonne nicht ausgesetzt sind und bei Menschen festgestellt werden, die sich nicht lange in der Sonne aufhalten. Es gibt natürlich auch den Weißen Hautkrebs, der ist zwar nicht so gefährlich, weil er nicht metastasiert in der Regel. Aber der ist ganz klar auch mit der Sonnenexposition in Verbindung zu bringen. Also man kann das jetzt nicht will das jetzt nicht so grundsätzlich wegwischen, das Problem. Aber wir haben hier vom schwarzen Hautkrebs gesprochen und wir haben einen höheren Schutz vor dem schwarzen Hautkrebs mit einem vernünftigen Vitamin D-Status, also mit ausreichend Sonnenexposition. Und interessant ist auch in dem Zusammenhang, dass die nordischen Länder ein höheres Aufkommen an schwarzem Hautkrebs haben als als andere Länder. Streifen will ich nur mal, ähm, auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, da sieht man auch in Nord-Süd-Gefälle, da zählen also verschiedene Krankheiten dazu, die Herz-Kreislauf betreffen. Da wo mehr Sonnenlicht aufgenommen werden kann, ist das Aufkommen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen niedriger. Das gilt auch für Herzinsuffizienz, wie hier in diesem Artikel hier gesagt wird. Das Immunsystem haben wir auch erwähnt. Ne? Hier heißt in dem Artikel: stärken Sie Ihr Immunsystem, Vitamin D schützt vor Erkältung. Auch das kann Faktor sein, wenn jemand sehr häufig äh, in, infektanfällig ist, dass er einfach einen permanenten Vitamin D-Mangel hat. Das wollen wir jetzt nicht weiter betrachten, aber es gibt eben auch Zusammenhänge zu niedrigen Vitamin-D-Spiegel und Autoimmunerkrankungen wie Multiple Sklerose, äh, Diabetes Typ 1, Rheumatoide, Arthritis. Aber die Psyche, und das können wir, können wir glaube ich sehr gut nachempfinden, nicht wenn man sich die Sonne aussetzt und die so schön strahlt und man dann in die Sonne setzen kann, ist doch schön, oder? Ja, entsprechend liegt es auch nahe, dass, dass Vitamin-D-Mangel auch Depressionen, hervorrufen kann. Aber eben auch Müdigkeit und Infekte haben wir schon gesagt. So, also, wie kommen wir, wie kommen wir zu unserem Vitamin D? Und äh, das ist natürlich ganz klar. Wir könnten natürlich auch vermuten, dass wir, ähm, ja, dass wir über die Ernährung genug Vitamin D zu uns nehmen können. das können wir auch versuchen. Dann können wir zum Beispiel Sahnejoghurt nehmen. Wir brauchen so 4000 internationale Einheiten am Tag, um wirklich guten Vitamin D-Spiegel zu haben. Da brauchen wir nur 30 Kilogramm Sahnejoghurt zu essen pro Tag. Ja, oder vielleicht Mozzarella, 20 Kilo tun auch. Butter, 10 Kilo. Pro Tag. Ja, Margarine, 3 Kilo. Oder 100 Eier. wie? Um einen guten Vitamin D-Spiegel zu haben, bräuchte man 4000 Einheiten, ja? Mhm. Also sagen wir, wenn du 1000 Einheiten pro Tag nimmst, ist nicht garantiert, dass du über das niedrigste Level des Normalwertes hinauskommst. Ja, ja, man misst das dann über Blut. Genau, man kann das über Blut dann, ja, über Blut messen, wo der Spiegel steht. Oder 10 Kilogramm Huhn, also ihr seht, oder für, jetzt mal was Pflanzliches, 40 Avocados tun es auch, aber ihr seht, dass das alles äh, schwer ist mit der Nahrung. Ne? Ja. Also wir sehen, dass der, ja, der Schöpfer hat, es, hat unseren Körper abhängig gemacht vom Sonnenlicht. Ja, bitte. Ja. Ähm... Ich, also ich würde sagen nein ich habe immer gelernt nein ich habe schon mal andere stimmen gehört aber es könnte vielleicht auch von der uv durchlässigkeit des, der, ähm, der, der glasscheibe zu tun haben. Ne? aber normalerweise um uns unter der sonne auszusetzen brauchen wir direkte sonneneinstrahlung und, äh, und, und das eben ungefiltert. also wir haben normalerweise nur 80 bis 160 internationale Einheiten und wie ich schon sagte, wir wollten 4000 davon am Tag auf uns nehmen. Also das, die Nahrung bringt uns da nicht richtig weiter. So, um es in ein prozentuales Verhältnis zu setzen, 90% unseres Vitamin D-Levels ähm, äh, äh, kommt von, vom, äh, vom Sonnenlicht. Ja? Ja, ich, ich sage gleich was dazu. Ich, ich, ich sag gleich noch was dazu. Also, wie, wie viel Sonnenschein brauchen wir? Das hängt natürlich auch vom Hauttyp ab. Und da muss man seinen Haupt Hauttyp kennen. Und ähm, man kann das aber individuell äh, runter, sich runterbrechen auf ähm, ähm, ja, die... Die mittlere Zeit, in der man Haut rötet. In der, also das ist eine Einheit, in der es zu einer Hautrötung kommt. Und die ist natürlich vom Hauttyp, Hauttyp abhängig. Die ist von der äh, Sonneneinstrahldauer abhängig und vom Sonnenstand. Also sprich von der Jahreszeit. Und das ist also die Zeit, in der man zu einer Hautrötung kommt. Und das könnte man vergleichen mit, mit 10.000 bis ja, 25.000 internationale Einheiten Vitamin-D-Bildung. Ja, was ich gerade erklärt habe, das ist die mittlere Einstrahldauer, bis es die bis zur Hautrötung kommt. Und ähm, das muss man aber erstmal so schaffen. Je nach Hauttyp könnte das im Sommer auch mal eine halbe Stunde sein. Das hat ja auch was mit der Vorbräunung zu tun. Also die Vitamin D-Aufnahme bei vorgebräunter Haut ist geringer. Als bei hellhäutiger Haut und entsprechend länger kann die Exposition in der Sonne sein. Aber bis zur Hautrötung sagen wir mal eine halbe Stunde und das muss man dann erstmal bringen, dass man das, äh, ja, das nehmen wir mal an, das sind 10.000 Einheiten, wenn wir jetzt 4.000 am Tag haben wollen, ne? 4 mal 7, 28.000 Einheiten. Das sind, dann, das sind dann, schon, ja, müsste man schon dreimal in der Woche so ein, so ein Sonnenbad nehmen. Und das ist ja manchmal vom Wetter her schon gar nicht möglich. Ne? Also da entstehen Schwierigkeiten und dementsprechend, ich habe es euch gezeigt, ist der Vitamin D-Spiegel von vielen halt sehr niedrig. Ja, und so muss man das dann auch nicht übertreiben. Das ist also total verkehrt. Ja. Ja, es ist speicherbar. Ja, es ist speicherbar, aber es wird auch abgebaut. Man baut ungefähr von seinem Vitamin-D-Level äh, pro Monat 20% ab. Also es, man, man braucht da jetzt nicht jeden Tag die Sonne zu sehen, aber man, man, man äh, braucht für einen vernünftigen Vitamin-D-Spiegel natürlich eine kontinuierliche ähm, Sonnenbestrahlung. Und deswegen ist für die meisten in unserem Breiten so alles, was nördlich des 40. Breitengrades ist, die Konsequenz, dass man auf den Vitamin D-Spiegel achtet, den man messen lässt und zur Not auch mal zu und auch mal zuführt kontinuierlich. Das, ähm, ähm, das synthetische Vitamin D ist sicherlich nicht so gut wie die Sonneneinstrahlung, aber es ähm, es ist immer besser als ein, als ein eklatanter Mangel und manchmal kriegt man auch ganz erschreckende Werte raus, wenn man das einfach so mal misst und wundert sich, warum dies oder jenes äh, Wehwehchen dann auch spürbar ist oder womöglich auch ähm, gibt es auch richtige schwere Zivilisationskrankheiten, äh, die nicht wären, wenn man auf seinen Vitamin-D-Spiegel ausreichend geachtet hätte. Ja, und so ist man dann schlauer wie Diogenes, ne? von dem Alexander der Große sagte, du kannst, du hast einen Wunsch frei und sein Wunsch war, geh mir aus der Sonne. Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.